Es freut mich sehr, Jacqueline Fehr jetzt als nächste Rednerin können es begrüßen. Es ist ideal, dass wir hier eine Vertreterin von der Kantone haben, vom, ja, man muss sagen, auch der grösste Kanton, neben dem Kanton Bern, noch ein bisschen grösser Kanton Zürich. Regierungsrätin sie ist da als Vertreterin von der Justizdirektion. Und das ist eigentlich interessant, ja, warum der Justizdirektor, das kann man auch herausfinden, wenn sie uns dann gleich wird sagen, um was es geht bei Open Government Data. Sehr gut. Ja, geschätzte Damen und Herren, dafür, dass der Kanton Zürich der größte Kanton ist, können wir nichts. Aber dafür, dass er sich in den Dienst der Schweiz stellt, dafür können wir viel. Auch bei Open Government Data. Darüber werde ich mit Ihnen sprechen in meinem Grußwort als Würdigung dieses 10-jährigen Jubiläums der Parlamentarischen Gruppe, bei deren Gründung, so die Präsidentin sagt, ich auch schon dabei gewesen sei. Ich weiß es nicht mehr, aber wenn es die Präsidentin sagt. Open Government Data hat ja sehr viel mit Teilhabe, mit Zugang zu tun. Und Teilhabe, Partizipation ist auch das politische Zauberwort der Gegenwart. Es ist in aller Munde. Politische Partizipation, gesellschaftliche, soziale und kulturelle Teilhabe. Wir haben in meiner Direktion dazu ein Projekt gestartet. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gibt es ein Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe. Die Frage, wie wir umgehen mit Verschiedenheit von Menschen, mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, mit dem Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, die Anschlussfähigkeit, die Zugänge, wie wir die Erhaltung und Wiederherstellung von gesellschaftlicher Teilhabe fördern, das ist gegenwärtig sehr aktuell und wird viel diskutiert. Neu ist die Fragestellung aber nicht. Wir nennen sie einfach anders. Letztendlich ist es die Frage, wie ein zukunftsfähiger Schweizer Staat beschaffen sein soll, ein Staat, der im Dienste seiner Bevölkerung steht. Seit bald 3 Jahrzehnten arbeite ich in und mit Organisationen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene und genauso lang treibt mich die Frage um, wie wollen wir denn die Beziehung zwischen Gesellschaft und Staat mit all seinen Institutionen, Organen und Unternehmen, eben diese Holding, von der der Bundespräsident gesprochen hat, wie wollen wir denn diese Beziehung gestalten? Und wie soll sie in 10, 15, 20 Jahren aussehen? Staaten verfügen per se über Macht. Ja, sie sind Träger des Gewaltmonopols. Sie sind also mächtig und können das Gegenüber in Ohnmacht versetzen. Staaten können die Macht missbrauchen. Freiheitliche Staaten tun das nicht. Freiheitliche Staaten lassen die Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen, sogar mitgestalten. Freiheitliche Staaten sind rechenschaftspflichtig, auskunftspflichtig, machen transparent, wie sie arbeiten, bemühen sich, Entscheide nachvollziehbar zu machen. Freiheitliche Staaten bemühen sich um das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger. Vertrauen ist der Schutz vor Kontrolle und Bürokratie. Denn Vertrauen ist die Voraussetzung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch dann an die gesellschaftlichen, politischen, juristischen Regeln und Normen halten, wenn nicht in jedem Fall jemand daneben steht und mit einer Sanktion droht. Und diesem Vertrauen, meine Damen und Herren, müssen wir Sorge tragen, indem wir sagen, was wir tun, und indem wir tun, was wir sagen. Indem wir als Behörden keine Spiele spielen. Indem wir uns kritisch hinterfragen lassen und, wie erwähnt, indem wir Rechenschaft ablegen, unser Handeln nachvollziehbar machen und Transparenz herstellen. Ja, Transparenz. Wir als Vertreterinnen und Vertreter des Staates müssen offenlegen, was wir machen, warum wir es machen und wie wir es machen. Ohne diese Transparenz gibt es das Vertrauen nicht und ohne Vertrauen eben keine freiheitlich-demokratische Staatsordnung. Und wie, geschätzte Anwesende, stellen wir die Transparenz her?
Ein entscheidender Aspekt, und darum geht es in meinem Grußwort heute, ein entscheidender Aspekt für diese Transparenz sind offene Behördendaten. Offene Behördendaten sind nicht personenbezogen, nicht sicherheitskritisch und unterliegen keinen Drittrechten. Diese drei Einschränkungen oder Definitionspunkte gelten immer. Die Organe des Kantons Zürich stellen heute über 600 Datensätze offen, gebührenfrei, maschinenlesbar, der Allgemeinheit zur freien Wiederverwendung zur Verfügung. Es sind dies Wahl- und Abstimmungsdaten, statistische Daten, Geodaten, Archivdaten und auch Nutzungsdaten. All unsere offenen Daten sind auf dem zentralen Portal Schweizer Behördendaten verzeichnet und somit auch in allen Suchmaschinen. Denn wir wollen, dass unsere Daten für alle auffindbar und eben auch nutzbar sind. Wir analysieren laufend, welche offenen Daten unsere Nutzenden wann interessieren. Das tun wir, um unser Angebot gezielt zu verbessern. Zum Beispiel, wir aktualisieren Daten schon vor, dass die Nachfrage uns dazu verpflichtet. So werden wir zu einer lernenden Verwaltung, die die Bedürfnisse ihrer Nutzenden kennt und diese immer besser zu befriedigen versucht. Das bedeutet Aufwand, klar, aber Vertrauen in unsere Dienstleistungen, der Blick hinter die Kulissen unseres Tuns, das ist dann der Lohn für diesen Aufwand. Offene Behördendaten, und Sie spüren, das ist ein Plädoyer, dass wir diesem Segment der Digitalisierung viel mehr Bedeutung zumessen müssen. Offene Behördendaten sind gelebte Praxis weltweit. Sie basieren auf gemeinsamen Prinzipien und Standards, die aus der praktischen Anwendung offener Daten gewonnen werden. Sie haben technische, rechtliche Eigenschaften, bestimmte Eigenschaften. Gelebte Praxis sollen offene Daten auch im Kanton Zürich weiterhin sein. So hält es der Zürcher Regierungsrat fest in seinen Legislaturzielen. Er will, Zitat, eine verantwortungsvolle Datennutzung zur Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit, zur Entlastung der Wirtschaft und für mehr Transparenz zugunsten der Zivilgesellschaft. Diese drei Zielsetzungen leiten unsere Politik der offenen Behördendaten. Die Verwaltungstätigkeit vereinfachen, besser zusammenarbeiten, mehr voneinander wissen, mehr voneinander nutzen. Die Wirtschaft entlasten, offene Daten bringen Voraussetzungen, überhaupt Business zu betreiben. Um Transparenz zugunsten der Zivilgesellschaft zu stärken, bedeutet eben auch, bessere Entscheide zu fällen, weil Entscheide sinnvollerweise auf Daten und Fakten basieren. Zu diesem Zweck haben wir die Fach- und Koordinationsstelle Open Government Data in meiner Direktion beim Statistischen Amt des Kantons Zürich eingesetzt. Und das ist das Rätsels Lösung. In der Justizdirektion ist auch das Statistische Amt angesiedelt. Und diese Fach- und Koordinationsstelle wird von Andreas Amsler geleitet, der heute Abend hier ist. Wir sind sehr glücklich, dass wir dich als Datencrack gewinnen konnten. Wir haben dabei auch bereits wichtige Meilensteine erreicht. Zum Beispiel sind bei uns im Kanton die Geodaten seit Januar 2018 gebührenbefreit. Die positiven Effekte für Datennutzung, Verwaltungstätigkeit und nicht zuletzt für die Volkswirtschaft liegen dabei auf der Hand und leiten uns in diesen Entscheiden. Unsere staatlichen Institutionen sind im Wandel. Gleichzeitig werden die Ansprüche der Nutzenden, also der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, immer höher. Und für die Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung stellen sich dabei heute und in Zukunft auch neue Herausforderungen. Die entscheidende Frage für uns alle ist, wie wir mit diesem Wandel, mit diesem schnellen und stetigen Wandel von Bedürfnissen umgehen. Wollen wir sie einzudämmen, zu kanalisieren versuchen? Wahrscheinlich zwecklos. Oder wollen wir ihnen auf eine machbare und angepasste Art und Weise entsprechen, ja, sie vielleicht antizipieren zu versuchen?
Letztlich kommt es nicht darauf an, wie der Staat und die Verwaltung mit seinen Behörden in 10 Jahren aussehen werden. Das wissen wir auch nicht. Wir wissen höchstens, dass es anders kommt, als wir es uns heute vorstellen. Entscheidend für uns alle wird sein, wie dynamisch und reaktionsschnell unsere staatlichen Organisationen sein werden. Die Frage wird sein, wie sehr sie sich als lernende Organisation versteht und damit wandlungsfähig ist. Wandlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung wird also eine Schlüsselkompetenz werden, wenn sie es nicht heute bereits ist. Und genau diese Fähigkeit der dynamischen Anpassung, der Wandlungsfähigkeit, der Geschwindigkeit erlernen unsere Mitarbeitenden heute, wenn wir unsere dazu geeigneten Daten heute allen offen zur Verfügung stellen. Ja, Daten der öffentlichen Hand gehören nicht monopolisiert, sondern vergemeinschaftet. Es sind öffentliche Güter, sogenannte Commons, zu denen jede und jeder zu jeglichen Zwecken freien Zugang haben soll. Das schafft, und damit bin ich wieder am Anfang, vor allem auch Vertrauen. Vertrauen in unsere Arbeit und in die Institutionen, denen wir dienen. Und Vertrauen ist das höchste Gut eines Staates, eines freiheitlichen Staates. Auf das Vertrauen sind wir angewiesen. Auf das Vertrauen als Mitmenschen und das Vertrauen zwischen Staat und Mensch. Ich danke Ihnen allen für Ihren Einsatz für die Digitalisierung als Zauberwort mit all den Aspekten, die der Bundespräsident ausgeführt hat. Ich danke Ihnen aber auch ganz speziell, wenn Sie die Elemente der Digitalisierung dafür einsetzen, das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken, das Vertrauen in die Behörden, in die öffentlichen Institutionen. Denn davon lebt unser freier, demokratischer Rechtsstaat. Und dazu gehören offene Behördendaten. Machen wir uns auf den Weg und pflegen wir diese Kultur. Vielen Dank.